So, hallo zusammen, guten Freitagabend, 31. März. Es ist mittlerweile der 26. Bundesligaspieltag, der eröffnet wurde im Deutsche Bank Park vor 50.000 Zuschauern zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum. Am Ende ein 1:1. Ich begrüße beide Cheftrainer Oliver Glasner von unserer Eintracht und Thomas Letsch von den Gästen aus Bochum. Und Herr Letsch, bitte um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird es ähnlich einschätzen. Wir haben heute gegen eine bärenstarke Eintracht gespielt, die von der ersten Minute an extrem Druck gemacht hat, die uns das, was wir vorgehabt haben gegen Ball, vor Aufgaben gestellt hat, die wir nicht lösen konnten. Und umgekehrt, wir sind selber nicht ins Spiel gekommen. Und so lief das Spiel. Wir gehen dann nach einem Einwurf mal wieder in Führung. Kommt dann postwendend diese Aktion zum Elfmeter, wo man auch die Qualität von Kolomoani gesehen hat. Es ist einfach sehr schwer, diese Geschwindigkeit zu verteidigen. Und das war auch der Grund, warum wir uns danach entschieden haben, etwas tiefer das Ganze aufzunehmen, damit wir diese Räume nicht mehr bieten. Und dann war es ein Kampf. Dann war es eigentlich 60 Minuten ein Kampf um die Zeit. Und was mich freut, und deshalb ist es ein sehr glücklicher Punkt, aber aus meiner Sicht auch, was die Leidenschaft anbelangt, ein verdienter Punkt, weil die Mannschaft hat sich in alles reingeworfen, hat mit allem, was es gibt, gekämpft, um das Tor sauber zu halten, und am Schluss sind wir belohnt worden. Und das, so gesehen, war es ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben mit Abstand die schlechteste Tordifferenz und über die Schiene wird man nicht drinbleiben, deshalb bin ich sehr glücklich über diesen Punkt und auch sehr stolz über die Leidenschaft, wie wir das Spiel angegangen sind. Danke. Dankeschön, Herr Letsch. Oliver, bitte um dein Statement. Ja, danke, Thomas, für das Bärenstark. Das tut uns gut in dieser Phase, weil ich habe es auch genauso gesehen. Ich habe eigentlich kurz zusammengefasst, damit ich nicht immer nur nach einer Niederlage kurz angebunden bin. Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem fußballerischen Auftritt. Ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft kombiniert hat, wie viele Torchancen und Torszenen wir uns erspielt haben, und habe wirklich sehr, sehr große Zuversicht, dass wir mit dieser Leistung sehr, sehr bald wieder 3 Punkte holen werden. Danke. Dankeschön, Oliver. Starten in die Fragerunde hier vorne mit dem Kollegen. Markus Rensinger von der Watz Bochum. Ich muss mit einer Entschuldigung anfangen. Am Mittwoch haben Sie gesagt, Sie würden gegebenenfalls auch mit einer Neunerkette spielen. Das habe ich nicht ernst genommen, aber so, danach sah es dann trotzdem heute aus. War es vielleicht dann aber dennoch trotzdem zu defensiv bisweilen? Nein. Wir haben 1:1 gespielt bei Eintracht Frankfurt, und deshalb war es genau richtig. Unser Plan war ein anderer. Wir wollten den Gegner schon hoch attackieren, was unser Spiel ist. Wir wollten auch ihre beiden Schienenspieler hoch attackieren. Das hat nicht geklappt, weil der Gegner es einfach sehr clever gemacht hat, weil er uns vor extreme Aufgaben gestellt hat. Und wie ich sagte, dann haben sich hinten auf einmal Räume ergeben, die sehr schwer zu verteidigen waren. Und dementsprechend haben wir dann umgestellt auf eine Dreierkette. Schon mit der offensiven Variante, dann auch auf der linken Schiene mit Christopher Antwi-Acay, der das super gemacht hat, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Aber am Schluss war klar, die einzige Chance, hier was mitzunehmen, ist eine Standard- oder eine Umschaltbewegung. Und ansonsten ging es einfach darum, das Tor zu verteidigen. Und das haben die Jungs bravourös gemacht. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch einen Kevin Schlotterbeck loben, der in so einer Phase ins Spiel reinkommt, wo es alles andere als einfach ist. Und sofort drin ist. Und das zahlt sich aus. Und deshalb, dieser Punkt wird sehr, sehr viel wert sein im Abstiegskampf. Und wenn es am Schluss eine Elferkette gewesen wäre, wäre es auch okay. Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ich halte das Mikro mit fest. Ja, Herr Glasner, wenn man Ihre Worte so hört, darf man das dann so interpretieren, dass Sie das vielleicht jetzt dieses Ergebnis, auch wenn man darüber enttäuscht ist, wie so eine Art, oder dann die Leistung, wie so eine Art Neustart gesehen haben? Ich habe uns auch, und das habe ich auch gesagt, ich habe uns auch schon in Berlin bei Union spielerisch sehr, sehr gut gesehen, weil wir 5 glasklare Torchancen uns erspielt haben in Berlin.
was äußerst schwierig ist. Ja. Aber wir haben gerade nicht so, also die Bälle, irgendeiner grätscht wieder rein, oder gleich die erste Aktion, Rafa Boré, und dann, das ist ja halt so ein Reflex dann von Riemann, und der kann auch mal durch die Beine gehen, ja, aber momentan nicht. Dann hat Rafa wieder einen Kopfball nach einem unserer unzähligen Standards, und dann klärt einer auf der Linie, und ja, irgendein Bein war immer dazwischen, und das haben sie halt mit großer Leidenschaft verteidigt. Aber wie wir zu diesen Situationen kommen, und wenn ich heute wieder sehe, wir haben Randall in super Abschlusspositionen, wir haben Raffas in super Abschlusspositionen, unsere Außen sind permanent mit dabei, wo Pässe kommen, wo Flanken kommen, wir haben die zweiten Bälle, wir haben eine super Absicherung, weil natürlich Bochum auf Konter gelauert hat und mit Antwi Adje und Asano zwei sehr, sehr schnelle Spieler hat. Auch da haben wir super Balance im Spiel. Also ich sehe vieles, das jetzt wieder in die richtige Richtung geht. Und das macht mir einfach Zuversicht. Und deswegen bin ich heute, war letzte Woche für mich schon der Beginn, fußballerisch. Und heute war wahrscheinlich im Jahr 2023 unsere fußballerisch beste Leistung. Und deswegen freue ich mich auf Dienstag im Pokal. Christopher Michel von Sport1. Ja, guten Abend, Herr Glasner, auch Herr Letsch. An beide eine Frage erstmal an Sie, Herr Glasner. Sie haben das ja auch gerade angesprochen. Viele Chancen, viele Möglichkeiten, auch fußballerisch gut. Trotzdem sagte gerade auch draußen Sebastian Rode, nicht nur Kolumuani kann jedes Mal 2 der 3 Tore schießen. Wo ist generell die Effizienz, die schon mal stärker war, geblieben? Was kann man da rauskitzeln? Und an Sie, Herr Letsch, die Frage, Sie hatten die Serie von 4 Niederlagen in Folge und dann gab es diesen 0-2 gegen Schalke und seitdem hat es ja vielleicht bei der Mannschaft nochmal Klick gemacht, jetzt 7 Punkte geholt gegen schwierige Gegner. Was ist da passiert in den letzten 4 Wochen? Ja, ich muss gleich anfangen, wie der Oliver gerade angefangen hat. Wir haben gegen Schalke eine gute erste Halbzeit gespielt und hatten leider genau die Effizienz nicht, die eine oder zwei Torchancen zu machen, und sind dann dumm in Rückstand geraten und dann sind wir auseinandergebrochen und haben eine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Wir haben uns eingeschworen und haben uns klar gesagt, dass wir in dem Fall, wenn es um Abstiegskampf geht, dass es um Punkte geht, dass wir uns nicht schönreden dürfen, auch nicht über eine gute erste Halbzeit gegen Schalke sprechen, sondern dass es darum geht, anzuschreiben. Und es sind ein paar Dinge, die wir intern besprochen haben und auch eine gute Trainingswoche gehabt. Und dann brauchst du das nötige Quäntchen Glück. Und jetzt antworte ich vielleicht auch schon auf Ihre erste Frage. Effizienz zu trainieren ist sehr schwer. Im richtigen Moment einfach dann auch das Spielglück auf seine Seite zu bringen, das kannst du nur, wenn du dranbleibst. Und wir haben im Moment genau diese Effizienz. Wir hatten das Glück, sowohl gegen Leipzig als auch heute, dass wir ein Tor machen und unser Tor mit aller Macht verteidigen. Und das ist im Moment die Situation. Und das ist die Basis im Abstiegskampf. Und das müssen wir gegen Stuttgart nächsten Sonntag genau gleich machen. Dann haben wir, wir haben eine gute Ausgangssituation und die wollen wir weiter nutzen. Naja, zuerst freut es mich mal, dass auch ein Spieler emotional spricht nach dem Match und nicht nur ich. Und das war wahrscheinlich bei Sebastian auch so, der Enttäuschung dieses Spiels, weil sie einfach so viel gut und richtig gemacht haben, aber der Ball halt nicht über die Linie wollte. Auf der anderen Seite, auch da fehlt uns natürlich mit Jesbeiner, der dann auch hier wieder immer wieder für Tore gesorgt hat. Daichi hat halt einen überragenden Herbst, was die Tore angeht. Aber Rafa hat halt ganz, ganz wenig gespielt. Ich fand ihn heute sehr, sehr umtriebig, oft mit dabei. Und wir haben natürlich gehofft, nach diesem wunderschönen Fallrückzieher bei der Nationalmannschaft und dem Siegtreffer, dass ihm das Schwung gibt. Ich finde, es hat ihn Schwung gegeben, aber ist halt hier nicht gerade vom Glück verfolgt. Und alles andere, so in der Startelf war eh schon Sebastian, unser Zweiter mit 4 Toren. Wir haben dann auch noch am Ende mit 3 Spitzen gespielt, mit Lucas Alario auch noch dazu. Und wenn wir so viele, wir hatten 17 Abschlüsse im gegnerischen Strafraum, dann muss jetzt nicht unbedingt ein Knipser dort sein, sondern da braucht es einfach auch mal dieses nötige, ich mag eigentlich nicht gerne über Glück sprechen, aber die Jungs haben alles probiert und nochmal, bin zuversichtlich, dass wir haben im Herbst, waren wir, glaube ich, die effizienteste Mannschaft in der Bundesliga, glaube ich,
mir mal irgendjemand gesagt. Und momentan im zweiten Spiel in Serie ein Expected Goals Wert von über 3 und das gegen Bochum und gegen Union. Also von dem her, wir sind am richtigen Weg in unserem Offensivspiel und ich mache mir keine Sorgen, dass wir bald auch wieder mehr wie ein Tor schießen. Zumal man heute auch sagen hätte können, dass einer von den zwei nicht gegebenen Elfmetern in der zweiten Halbzeit einer auch hätte sein können. Nicht rein rot für mich, aber ich will nochmal keine Schuld am Schiedsrichter. Aber wir haben immer die Schulung davor und dann wird erklärt, wenn ein Kampf mit dem Fuß ein Kampf um den Ball ist, dann ist es keine Dreifachbestrafung, dann ist es nur gelb und Elfmeter. Also ich habe mal keinen Kampf um den Ball beim Foul an Kolumani gesehen, sondern eher die Berührung oben und dann ist es rot. Beim zweiten ist es so, wenn es Stützhand ist, ist kein Elfmeter. Dann wurde uns aber erklärt, wenn der Arm über Schulterhöhe ist im Grätschen, ist es eine Vergrößerung der Körperfläche, dann ist es doch wieder ein Elfmeter. Ich weiß jetzt nicht, ab wann dieser Winkel gilt. Es waren, glaube ich, weiß ich nicht, 135 Grad, vielleicht ist es erst ab 140, ich weiß es nicht, musste man im FIFA-Regulativ nachsehen. Und kurz davor, finde ich, der eigentlich für mich klarer war, ist, wo Antwi Adjei Aurelio Buta am Arm festhält und ihn dadurch, der war ja vorne, zum Sturz bringt im Strafraum. Also waren schon ein paar relativ unglückliche Situationen, aber nochmal keine Schuld. Waren nur 7 Schiedsrichter heute am Werk und dann ist ein bisschen zu wenig. Habt ihr noch Fragen an die letzte beiden Trainer? Habt ihr nicht gelacht, wenn ich so suffisant geantwortet habe? Ja, Peppi, doch, genau. Hab ich genau gesehen. Okay, Ingo Dusterwitz vorne von der Frankfurter Rundschau. Klasner, haben Sie das 0-1 denn kommen sehen? Es war ja ganz kurios. Sie haben ja mit dem Schieds- oder den Linienrichter noch um ein paar Meter gefeilscht und haben ja in der Pressekonferenz gesagt, aufgeschrieben, Einwurf, Kopfball, Kopfball, Abpraller, Tor. Und genau so ist es gekommen. Wird man da dann verrückt irgendwie als Trainer? Ich sage nichts mehr drüber. Selbsterfüllende Prophezeiung. Klar, es weiß jeder, du bereitest dich vor. Sie machen es gut, sie haben ein gutes Timing, sie haben halt dann mit Spielern, die den Ball gut verlängern und danach ist ein bisschen Ping-Pong. Ich finde, dass Philipp Max in der, weiß ich nicht, 88. Minute einen großartigen Save hatte im zweiten Pfosten, wo genau das Gleiche wieder war, wie sie letzte Woche das Tor erzielt haben. Das machen sie gut, jeder bereitet sich vor. Deswegen werde ich in Zukunft nichts mehr sagen über diese Situation. Gut, alles beantwortet. Danke an euch, danke an die beiden Trainer, Thomas Letsch und dem VfL eine gute und sichere Heimreise. Euch ein schönes Wochenende.